Weiter geht's hier im Zeitfahrmodus mit dem Sorbelan vom Nintendo GameCube, also von Mario Kart Double Dash. Das ist eine Strecke, die ich schon damals in Double Dash sehr, sehr mochte. Aber ich glaube, hier jetzt durch Mario Kart 8 mag ich sie sogar noch mehr. Denn das ist eine Strecke, die hier in Mario Kart 8 wirklich völlig umgekrempelt wurde. Ist wahrscheinlich so ziemlich die Strecke, bei der am meisten verändert wurde. Zumindest wenn man jetzt mal von dem Super Nintendo und Game Boy Advance Teil absieht. Aber rein vom Streckendesign her wurde hier so viel verändert. Das ist echt schon ziemlich heftig eigentlich. Und die Musik. Die Musik, die ist so cool. Oh, ich liebe die Musik. So, wo benutzen wir denn hier unsere Pilze? Hier einmal so durch den Tiefschnee oder so. Und wo kriegen wir überhaupt die Münzen her? Ja, ich glaube, die Strecke wird nicht ganz so nett. Hier fahre ich immer hier so rechts rum und schafft es eigentlich schon. Da war ich jetzt aber gerade zu blöd. Wir könnten sie natürlich, also einen der Pilze hier verwenden. Aber ist das so sinnvoll? Ja, lol. Ist das so sinnvoll? Ich weiß es nicht. Ich glaube eigentlich fast nicht. Ja, oder halt einfach hier durch den Tiefschnee. Wenn ich einfach hier so... Ja, das ist aber auch Blödsinn, oder? Wenn ich das in... Ja, ich weiß es nicht. Und hier, das weiß ich ganz sicher, hier an der Stelle kann man den Trick machen. Ich bin nur immer zu blöd, das zu schaffen. Das geht aber. Da muss man, glaube ich, erst im allerletzten Moment oder so drücken. Warte, jetzt war ich, glaube ich, zu langsam. Das will ich jetzt nur mal kurz üben. Ich bin mir sehr, sehr sicher, man kann an der Stelle einen Trick machen. Aber ich schaffe das nämlich fast nie. Aber ich will es jetzt mal hinkriegen. Oder mal mir anschauen, wann ich denn überhaupt drücken muss. Ja, erst ganz, ganz spät. Wenn man schon in der Luft ist. Das könnte sogar ein... Ja, ich will nicht sagen ein Bug. Aber es ist ja so, wenn ich... Das ist ja hier dasselbe. Wenn ich von unten komme, dann ist es ganz logisch, dass ich einen Trick machen kann, weil das ja eine... Ja, wenn ich halt mehr Speed hätte. Weil das ja eine Rampe ist. Und wenn ich aber von oben her komme, dann sollte man ja eigentlich keinen Trick machen können. Aber ich glaube, das Spiel denkt dann irgendwie, dadurch, dass man erst so mega spät drückt, dass man sich auf einer Rampe befindet. Und dadurch ist der Trick möglich. Könnte ich mir vorstellen. Keine Ahnung, ist jetzt auch völlig egal. Keine Ahnung, warum ich euch das jetzt gezeigt habe. Hat nämlich null mit dem Zeitfahrmodus was zu tun. Aber wir wissen auf jeden Fall jetzt, bei diesem einen Sprung erst sehr, sehr... Na, trifft halt. Bei diesem einen Sprung erst sehr, sehr spät einen Trick machen. So. Und wo benutze... Das war knapp. Wo benutzen wir jetzt unsere Pilze? Ich bin immer noch nicht wirklich schlauer, was das angeht. Und wo wir unsere Münzen herkriegen sollen, da bin ich auch noch nicht wirklich schlauer. Also hier kriegen wir zwei. Oder nur eine. hier kriegen wir... Ja, die sind zu weit... Oder? Also in der Höhle gibt es auf jeden Fall, glaube ich, fünf oder so. Oder vier zumindest. Eins, zwei, drei, vier und dann Nummer fünf. Ja, da kann ich mir fünf Münzen holen. Das ist tatsächlich dann schon mal gar nicht so schlecht. Und das würde, glaube ich, sogar auch so ungefähr schon ausreichen. Also in dieser Strecke scheinen uns tatsächlich mal wieder die Münzen einen Strich durch die Rechnung machen zu wollen. Das hatten wir jetzt schon länger nicht mehr. Normalerweise war immer nur irgendwas anderes problematisch. Und die Shy Guys wollen auch unser Leben schwer machen. Das ist auch mal wieder, wie im letzten Video schon, ein typischer Fall von genau im Weg. Ja. Leider. Wenn ich da mich ganz weit rechts halte, dass ich vielleicht noch eine Münze kriege, dann kann ich sogar noch mal einen extra Drift raushauen. Ja, das ist, glaube ich, gar nicht mal so dumm. Jetzt habe ich die Kurve nicht mehr bekommen. Das war natürlich jetzt nicht so dufte. Also hier beide kriegen. Dann hier nach außen und dann die mir holen vielleicht. Und dann habe ich sogar schon... Ne, Moment mal, die brauche ich gar nicht. Die brauche ich gar nicht. Brauche ich denn die anderen jetzt herbekommen? Achso, stimmt, ich kriege ja... Ja genau, ich kriege eine Münze von dem Shy Guy.
Ich krieg 4 Münzen in diesem kurvigen Tiefschneeabschnitt und dann kriege ich noch 5 in der Höhle. Passt also. Ja, okay. Gut, dann ist es doch gar nicht mal... Fuck! Dann ist es doch gar nicht mal so problematisch, wie ich dachte. Es geht sogar. Irgendwie bei dieser einen Kurve, wenn ich um die Höhle da rumdrifte am Anfang, dann schaltet sich irgendwie... What the fuck? Mein orangener Driftboost erst sehr, sehr spät ein. Habe ich aber eh allgemein das Gefühl auf der Strecke. Ich könnte mir das sowas von einbilden, was ich wahrscheinlich auch tue. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es auf Eis länger dauert, bis sich der Drift aktiviert. Was ein völliger Schwachsinn ist und auch wirklich nur Einbildung, denn das kann nicht sein. Aber es kommt mir trotzdem so vor. Ja, wenn ich natürlich durch die Münzen durchfahre, dann ist es nicht so toll. Ja, da komme ich nicht mehr zum Driften. Da schaue ich dann lieber, dass ich hier einen Mega-Drift-Boost hinbekomme. Ja, man ist schon sehr langsam mit 0 Münzen, das ist schon richtig. So. Ja, das war jetzt aber auch nicht ganz perfekt. Wenn ich die äußeren Münzen nicht einsammle, dann habe ich nicht genug Radius, um einen großen Drift-Boost machen zu können. Also so optimal ist das auch nicht. Haha, Fragen über Fragen. Und wo setze ich jetzt eigentlich meinen Pilz ein? Das habe ich jetzt völlig vergessen. Mann! Ich habe noch null Plan von der Strecke. Das gibt's doch nicht. Ich fahre jetzt schon eine Zeit lang hier durch die Gegend und bin noch absolut überhaupt nicht schlauer als am Anfang. Außer vielleicht das mit den Münzen, aber sonst... Wo setze ich meine Pilze ein? Keine Ahnung. Das ist echt blöd. Ja, das war natürlich auch super. Das war echt super. Du, 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 du. Und das auch. Ich bin der Beste. Ich bin der Allerbeste. So, vielleicht sollte ich mir die doch holen, weil dann kann ich zumindest... Ne, kann ich auch nicht. Ja, dann... ich habe doch keine Ahnung, was ich hier machen soll. Vielleicht sollte ich ein... Oder in Runde... Moment mal. Wenn ich es irgendwie schaffe, genug Münzen zu sammeln, dann könnte ich auch, wenn ich hier einen Stunt mache, hier einfach gerade durch. Ich weiß nicht, ob das jetzt arg viel schneller ist, weil es könnte sogar sein, dass außenrum fahren teilweise sogar besser ist, weil ich dadurch zum Driften komme. Und ich skippe außerdem nicht die ganzen Münzen. Also das ist vielleicht was für Runde 2 oder 3, wenn ich schon die vollen Münzen habe. Aber hier, wenn ich sowas mache, das ist fast genauso schnell. Und ich kann zusätzlich noch die Münzen einsammeln, wenn ich sie nicht verfehle. Heißt das, ich setze meinen ersten einfach hier ein? Oder wie? Vielleicht. Boah, ich habe keine Ahnung, das wird so ein Desaster. Ich krieg hier keine gute Zeit hin. Ne, das sehe ich schon kommen. Ich krieg hier keine gute Zeit hin. Ich werde jetzt mal in Runde 1 noch nicht meine... Achso, scheiße. Ich werde jetzt mal in Runde 1 noch nicht meine Pilze hier gleich am Anfang verschwenden. Vielleicht fällt mir ja während dem Fahren noch irgendeine andere gute Möglichkeit ein. Ich bezweifle es zwar. Aber wir gucken mal. Ich werde jetzt fürs erste Mal in Runde 1 gar keinen Pilz einsetzen. Auch nicht in der Höhle. Denn da will ich ja die Münzen schließlich haben. Mann, warum aktiviert sich der scheiß orangene Driftboost nicht? Das gibt's doch gar nicht. Wir werden hier echt eine ganze Zeit lang sitzen. Das sehe ich jetzt schon kommen. Bei den Videos in letzter Zeit habe ich eigentlich immer darauf geachtet, dass die so ungefähr gleich lang sind. Was mir sogar überraschenderweise ganz gut gelungen ist. Aber ich glaube, hier wird es jetzt wieder ein bisschen länger dauern mal. Weil, ja, keine Ahnung, ne? Ich krieg das ja überhaupt nicht hin. Das hier auch. Ich darf da keinen doppelten Driftboost machen, sondern nur einen. Zwei schaffe ich da nicht. Da ist die Kurve dafür ein bisschen zu kurz. Was echt schade ist. Aber ihr habt es ja gesehen, wenn ich da den zweiten Driftboost noch hinterherhauen will, dann rase ich gegen diesen Kristall da. Und die Münzen da kriege ich auch fast nie, das regt mich auch so auf. Ah, und dafür drifte ich hier schon viel früher, damit ich dann nämlich auch keinen großen Driftboost bekomme. Genau, genau das wollte ich machen. Toll, echt toll. Nee, ich muss, das ist gar nicht so gut, wenn ich schon
früher drifte. Ich muss eher schauen, dass ich drifte, wenn ich eher so ein bisschen nach rechts fahre, obwohl eigentlich eine Linkskurve kommt. Hört sich jetzt komisch an, aber ist so, weil wenn ich schon ein bisschen nach rechts ausgerichtet bin, aber eine Linkskurve kommt, muss ich ja erstmal weit nach links driften und dadurch kann ich dann einiges rausholen. Ja, seht ihr? Jetzt hat es nämlich geklappt, weil ich den Driftboost davor erst später aktiviert habe und es dadurch hingekriegt habe. Und hier jetzt auch, boah, war das knapp. Ja, das läuft eigentlich sogar ganz gut. Bin ich zufrieden mit. So, die muss ich nicht mal unbedingt einsammeln, weil wir haben eh schon relativ viele. Aber die noch. Ja, okay. 9 ist okay. So. Also wenn, dann benutze ich in der letzten Runde hier einen Pilz. Aber hier möchte ich jetzt irgendwie noch nicht. Keine Ahnung warum. Okay. Einfach schön hier durch. Und hier wieder jetzt dasselbe machen. Aktivier dich! Ja, okay. Ja, die Kurve nehme ich sehr, sehr weit. Ich weiß, aber was soll ich machen? Das passt schon so. Aktivier dich! Ah, Mann! Shit, wie ich das hasse. Nein, jetzt... Ah, fuck! Jetzt habe ich da den Stunt auch noch verpasst. Scheiße, hey. Ja, das läuft jetzt alles andere als gut. So, und jetzt benutze ich halt einfach mal den Pilz an der Stelle. Es bringt mir wahrscheinlich überhaupt gar nichts. Ja, ich habe es sogar ein bisschen zu früh eingesetzt. Und dadurch kriege ich auch hier den orangenen... Ja, lol! Den orangenen Driftboost nicht gescheit hin. Boah, ist das eklig. Ist das eklig. Scheiße, jetzt habe ich sie wieder vergessen, dass ich ja erst nach rechts drücken muss. Ja, ist das eklig. Alter, was zum Teufel? Was soll denn das? Ist das ein Scheiß? Ist das ein Scheiß? Das wird ewig dauern, bis wir da jetzt was Akzeptables hinkriegen. Weil das ist natürlich nicht akzeptabel. Ist natürlich trotzdem ein neuer Rekord, weil ich damals noch eine absolute Pfeife war. Aber damit bin ich noch nicht zufrieden. Nein. Ja. Puh. Also, ja. Weiß ich nicht. Könnte eine halbe Stunde dauern oder so, das Video. Keine Ahnung, ihr seht es ja schon. Ich weiß es nicht. Ich kann auch gar nicht einschätzen, wie lange das jetzt noch dauern wird, bis ich da was einigermaßen Gutes auf die Beine stellen kann. Boah, dass ich da nie eine Münze kriege, das regt mich sowas von auf. Und warte mal, mir fällt gerade was auf, wenn ich... Ja, ich kann hier nämlich doch noch einen doppelten Driftboost machen. Weil dadurch, dass ich einen mache, werde ich automatisch weiter nach rechts gedrängt. Und kriegt dann in der folgenden Kurve eher den orangenen Driftboost. Ja, warum bin ich da denn nicht sofort drauf gekommen? Ich leuchte. Keine Ahnung. So, aber ich hab doch schon wieder irgendwas verkackt in der... Achso, ja, spätestens jetzt. Aber ich habe doch davor auch schon irgendwas verkackt, oder? Ach nee, stimmt, nur die eine Münze da. Ja gut, das wäre nicht so schlimm gewesen. Fuck. Okay, aber dann merke ich mir das jetzt. Ich kann in der eigenen Kurve doch nochmal einen kleinen Driftboost hinterherhauen, weil ich nämlich dadurch dann auch die folgende Kurve besser nehmen kann. Also es hat gleich einen doppelten Vorteil, nämlich für diese Kurve selber schon und für die nächste auch. Höh! Achso, stimmt, da war... Hä? Bin ich behindert? Moment, jetzt checke ich gar nichts mehr. Vorhin konnte ich das ja nie machen, weil ich immer, wie gerade eben, gegen diesen Eisklotz da gefahren bin. Aber gerade eben habe ich mich irgendwie dran vorbeischlängeln können. Wie habe ich denn das angestellt? Hä? Ich kapiere überhaupt nichts mehr. Ich kapiere echt überhaupt nichts mehr. Boah, fuck. Das war jetzt auch mega gut und so. Ne, habt ihr gesehen? Ich habe so viel Skill. So. Ja, das lief jetzt wieder nicht perfekt. Aber ja, was will ich machen? Schneemann! Und nicht mal getroffen. Kann man die eigentlich kaputt machen? Ja, kann man. Oh, cool. Okay. Wieder zurück zum Zeitfahren, ne? Es gibt hier immerhin eine Challenge, die wir machen wollen. Eine gute Zeit aufstellen im Sorbetland. Aber das wird ja irgendwie nichts, ne? Und mir fällt gerade auf, es macht übrigens auch Sinn, dass ich in Runde 1 noch nicht den Pilz da gleich am Anfang verwende.
Denn sonst würde ja das Timing von dem Shy Guy nicht richtig sein und ich wäre zu früh dort und könnte mir nicht, das war knapp, und könnte mir nicht eine Münze von ihm stibitzen. So. Okay. Trifffuß, ja, schön. Schön. Ja, das gefällt mir bisher ganz gut. Ah, okay. Nach rechts driften, nach links driften, ist okay. Ist okay, wir haben nur 9, aber das passt schon. Das ist jetzt nicht so tragisch. Wir können es aber jetzt mal machen in Runde 2. Hui! Okay. Achso, stimmt, aber dann kriege ich den orangenen Driftboost nicht so leicht, aber ich habe ihn noch bekommen. Gerade eben irgendwie. Ja, jetzt traue ich mich das aber nicht. Ja, ich hätte es eigentlich sogar machen können. Ich hätte mich trauen sollen. Ja, das war nicht gut. Das war nicht gut. Aber, ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt so okay ist, was ich hier schon wieder fabriziere oder nicht. Keine Ahnung. So. Jetzt muss ich halt hier nur noch eine Münze kriegen, irgendwoher. Die zum Beispiel. Okay. Wir haben die vollen 10. Ist ganz okay. Und wenn das jetzt dann ein neuer Rekord wird und Runde 3 jetzt noch klappt, dann denke ich mal, lasse ich es. Es war wieder mal nicht perfekt, das ist mir schon klar. Ich habe mir ein paar kleinere Fehler erlaubt. Ja, aber was soll ich machen? Aber es wird jetzt eh nicht klappen, weil ich hier was verhaue. Das ist aber gar nicht mal so schlimm. Das sah jetzt blöd aus, aber das ging eigentlich sogar. Weil dadurch habe ich nämlich danach wieder einen großen Drift-Turbo machen können. Und ja, wenn ich den Drift noch zu Ende gemacht hätte, wäre ich gegen den Eisblock gefahren. Also das passt schon. Das sah jetzt schlimmer aus, als es eigentlich war. Und ich glaube, das ist auch ein neuer Rekord, oder? Ist es? Ich weiß gar nicht mehr, was wir vorhin hatten. Ja, ist es. Ja, okay. Dann sage ich jetzt auch hier, passt so. Ist wieder mal nicht perfekt. Ein paar kleinere Fehler sind drin. Aber für meine Verhältnisse ist es, denke ich, ganz gut. Und ihr habt eine ganz gute Herausforderung, denke ich mal, die ihr versuchen könnt zu schlagen. Also nochmal zum Mitschreiben. 2 Minuten, 5 Sekunden und 596 Tausendstel. Und die Bestzeit des Weltbesten ist 1,47 und 623. Wow. 18 Sekunden schneller. 18. Das ist eine ganze Menge. Und was mich auch noch überrascht, wir sehen das erste Mal Yoshi. Und nicht nur das, wir sehen das erste Mal einen leichten, keinen leichten, sorry, einen mittleren Charakter. Also einen mittelschweren, meine ich. Die Mies haben wir ja auch schon öfters mal gesehen, die können natürlich auch mittelschwer sein. Aber ich glaube, bei denen ist es ja so, dass sich das Gewicht nach Größe richtet. Und die waren wahrscheinlich alle einfach ganz groß. Boah, der nimmt sogar jetzt beide mit. Ja, übertreib halt. Okay. Aber bisher ist das eigentlich gar nicht mal so was Besonderes. Also wo hat der 18 Sekunden rausgeholt? Okay, er benutzt einen Pilz da. Ja, hätte ich mir vielleicht denken können, dass es besser ist. Oh, er fällt aus. Echt? What? Ich dachte, untenrum wäre viel, viel schneller. Ja, gut, nicht viel, viel schneller, aber schneller auf jeden Fall. Echt jetzt? Ja, aber online fährt aber auch immer jeder unten entlang eigentlich. Da gibt es ganz wenige, die oben entlang fahren. Also zumindest nach meiner Erfahrung. Außer halt in der ersten Höhle, da fährt kein Mensch unten entlang. Weil das wirklich viel, viel länger ist. Aber hier, beim zweiten Mal auch? Das ist komisch eigentlich, aber weiß ich nicht. Macht das so viel aus? Ich meine, er ist 18 Sekunden schneller als ich. 18. Das ist schon fast ein bisschen zu viel. Irgendwie. Oder? Also für meinen Eindruck ist das ein bisschen zu viel. Weil, jetzt mal abgesehen davon, dass er... Gut, er benutzt die Pilze hier. Das stimmt schon, aber das kann doch auch keinen so großen Unterschied machen, oder? Ich meine, 18 ist bisher das mit Abstand meiste. Ja, ich weiß es nicht. Entweder war er mega gut, oder ich war dieses Mal tatsächlich mal relativ schlecht. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Könnt ihr ja entscheiden, indem ihr versucht, meine Zeit zu schlagen.
Und ihr könnt natürlich auch immer gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr das macht, wie schwer oder wie leicht es euch gefallen ist, meine Zeit zu schlagen. Würde mich auf jeden Fall immer interessieren. Ja, ich beende dieses Video mit einem großen Fragezeichen, aber was soll's. Beim nächsten Mal gibt es dann keine Fragezeichen mehr, sondern Musiknoten. Keine Ahnung, was das jetzt für eine Überleitung war. Auf jeden Fall völlig egal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.